Verehrte Damen und Herren, liebe Teilnehmende, willkommen zurück zum Conference Day des University Future Festivals. Ich hoffe, Sie, ich hoffe, ihr hattet die Gelegenheit, einmal kurz durchzuatmen. Wir selbst haben uns einmal hier vor dem Spielfeld Digital Hub in den Hof gestellt und einen wunderschönen Regenbogen gesehen. Das nehmen wir jetzt einfach mal als positives Zeichen. So, das Mikro funktioniert, höre ich gerade? Ja? Wunderbar. Ja? Okay, gut. Es geht weiter mit einer Keynote, die den Zusammenhang zwischen Lernen und digitaler Transformation erforscht. Unsere nächste Sprecherin ist seit März 2016 Rektorin der Fernuniversität Hagen. Die Bundesregierung berief sie im August 2016 als Mitglied in ihren Digitalrat. Darüber hinaus ist sie seit Oktober 2016 die Vorsitzende des Vorstandes der Kooperationsplattform Digitale Hochschule NRW, kurz DHNRW. Heute beleuchtet sie für uns das Themenfeld Lernen als Treiber der digitalen Transformation. Wir begrüßen ganz herzlich Frau Professorin Ada Pellert. Ja. Hallo, ich freue mich sehr. Ich hoffe, Sie hören mich gut. Ich habe mir ja das Thema vorgenommen, Lernen als Treiber der digitalen Transformation. Was meine ich damit? Ich glaube, wir beschäftigen uns jetzt ganz viele mit den neuen technischen Möglichkeiten, die wir auch im Bildungsbereich, insbesondere im Hochschulbereich, einsetzen können. Aber mir wäre ganz wichtig, dass all die Erfahrungen, die wir machen, dass wir die nicht sozusagen dominieren lassen und überschatten lassen, dass wir uns der Kernfrage zuwenden. Und was ist die Kernfrage? Ich glaube, zuerst muss man sich die Frage stellen, was macht eigentlich gutes Lernen aus? Lernen ist für unser Bildungssystem eine strukturelle Herausforderung, weil ich glaube, in vielen Bereichen es nicht so aufgestellt ist in den Zuständigkeiten, in den Strukturen, in den Prozessen, dass wir wirklich Lernen, das Lernende in den Mittelpunkt stellen, leicht institutionell übersetzen, implementieren können. Warum ist das so wichtig? Ich glaube, je stärker man sich mit diesem Phänomen der Digitalisierung beschäftigt, desto klarer wird, es ist hier wirklich eine große gesellschaftliche Transformation unterwegs. Blick auf die Arbeitskräfte, ja, Sie sehen, Sie kennen alle die Studien, die schwanken immer nur nach Prozentzahlen, aber die Grundaussagen sind überall klar. Wir werden viele Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten nicht mehr brauchen, über die wir jetzt verfügen oder weniger brauchen und dafür andere benötigen. Ja, es ist viel sozusagen über New Work die Rede. Wir wissen auch, es geht um eine andere Art des Arbeitens, nicht nur um andere Berufsfelder, andere Kompetenzen, sondern auch ein anderes Arbeiten, das wir, glaube ich, jetzt alle am eigenen Leib auch nochmal unter Corona-Bedingungen sozusagen im Reallabor testen. Wenn das so ist, wenn der Befund stimmt, dass das eine große gesellschaftliche Transformation ist, dann ist einfach die Frage, wie begleiten wir diese gesellschaftlich? Lassen wir es geschehen oder haben wir den Anspruch, diesen Prozess so zu begleiten, dass er nicht zu schmerzhaft wird für Menschen und wir die Chancen, die sich bieten, auch tatsächlich wahrnehmen können? Dafür reichen in meinen Augen die bisherigen Lernmöglichkeiten nicht aus. Ja, weil Lernen ist im deutschsprachigen Raum doch noch sehr stark in dafür spezialisierten Organisationen, Bildungseinrichtungen, beschränkt auf bestimmte Lebensphasen in formalisierten Bereichen. Lernen bricht aber aus. Es muss an allen Orten stattfinden, kann auch stattfinden. Ja, das ist ja sozusagen die tolle Möglichkeit der neuen Medien. Aber wir müssen es eben auch mit einer entsprechenden politischen Aufmerksamkeit und auch Entschlossenheit begleiten. Das bewegt mich, weil ich auch, jetzt komme ich zu unserem Bereich der Hochschule und der Hochschullehre, mich viele Jahre auch mit E-Learning beschäftigt. Also erstens sind wir uns, glaube ich, einig, Digitalisierung ist sozusagen ein weit weg von dem, was wir noch vor
Jahren unter E-Learning verstanden haben. Es geht eben um die Möglichkeit, eine ganz neue Art des Lernen und Lernens zu schaffen. Was wir alle beobachten, ist, dass über den Einsatz neuer technischer Möglichkeiten Lehre ja viel, viel transparenter wird. Und das ist natürlich ja eine ambivalente Vorstellung. Für uns Lehrende ist das neu, ja, weil wir ja eigentlich sagen, okay, die Forschungsfunktion ist öffentlich, transparent, sichtbar. Die Lehre war ein Stück privater, wenn ich das mal so sagen darf, und sie wird jetzt transparent, das erleben viele Lehrenden auch zum ersten Mal. Es gibt ungeheure Möglichkeiten, Lehre und Lernen individualisierter, personalisierter zu gestalten. Uns als Fernuniversität beschäftigt zum Beispiel sehr stark, wie wir sind ja immer mit großen Kohorten unterwegs, wie wir Individualisierung auch mit großen Kohorten in Zukunft ermöglichen werden. Das werden wir nur mit maschineller Unterstützung schaffen. Und da ergibt sich ein neues, denke ich, interessantes Verhältnis zu Machine Learning, AI und so weiter, die wir im Bereich Lernen einsetzen können. Lernen ist aber nicht nur ein individueller Prozess. Wissen entsteht in Kollaboration, gemeinsam mit anderen. Auch dafür bieten insbesondere die sozialen Medien ganz neue Möglichkeiten der Kollaboration. Wir nützen das alle im Privaten. Ich finde, wenn wir einen Teil dieser Energie für die Gestaltung unserer Lernprozesse nützen, ist es wunderbar. Und es führt, und das ist fast die größte Herausforderung für den Hochschulbereich, zu neuen Rollen von Lehrenden und natürlich neuen Skills, die auch die Lernenden benötigen. Da sind wir noch nicht gut drauf vorbereitet. Aber ich denke, das ist die eigentliche Herausforderung. Dafür braucht es Anreize in den Bildungsinstitutionen, wie auch in anderen Organisationen kann man nicht davon ausgehen, dass das von heute Morgen implementiert wird in große Organisationen. Ja, auch das ist eingebettet in Strukturen, die man verändern muss. Dafür muss es Anreize geben. Ich glaube, mit Pilotprojekten, mit Menschen, die sich freiwillig auf den Weg machen, Veränderungsprozesse zu beginnen, ist immer viel, viel einfacher. Und dann einfach auch mit Auszeichnungen, mit Aufmerksamkeit. Also ich glaube, neue, gute Lehrformen brauchen sowas wie Karotten im Sinne von Anreizen, aber eben auch Scheinwerfer und Reputation. Auf der Ebene der Einrichtungen braucht es, glaube ich, mehr Koordination. Wir haben hier in NRW die Digitale Hochschule NRW gegründet, einfach als gemeinsame Plattform aller 42 Hochschulen, weil wir der festen Ansicht sind, dass durch Austausch, Vernetzung, Best Practice herausfinden, wir gesamt als Hochschulsystem diese Herausforderung anders meistern werden, weil sie uns individuell als Institution überfordert, dass sie ja was bedeutet für die Verwaltung, für die Forschung, für das Lehren und Lernen. Also ich glaube, wir müssen uns viel stärker vernetzen, jeder nicht alles machen, sondern in arbeitsteiligen Strukturen auch als Institutionen arbeiten, nicht nur als Lehrende. Ich bin seit vielen Jahren auf dem Gebiet des lebenslangen Lernens. Und wenn ich dort schaue, wir haben fast 80.000 Studierende mittlerweile, die sind für mich immer lebenslang Lernende mit allen sozusagen Herausforderungen, die das stellt, ja, die auch mal den Mut verlieren, nicht weitermachen. Das, was einen durchträgt, wenn man lebenslang lernen will und nicht nur das schulische Lernen vor Augen hat, ist die Bildungsmotivation. Ich muss wissen, warum ich das mache und wofür ich es mache. Institutionen, Lehrende können mich bei dieser Reise nur begleiten. Und daher ist es so wichtig, dass wir sozusagen Bildungsmotivation freilegen. Ich glaube, dass wir das als Einrichtungen auch zu selten tun. Ja, irgendwer klickt da jetzt weiter. Ich gehe noch mal ein Stück zurück und würde eben gerne sagen, es geht auch darum, dass das Lernen sozusagen zu den Einzelnen kommt, egal wo sie sind. Also nicht der Lernende in die Bildungsinstitution, sondern sozusagen reverse, das Lernen zu den Lernenden.
Und dafür haben wir heute Vernetzungsmöglichkeiten, die ihresgleichen suchen. Und ich würde gerne die Vernetzung zwischen den Begriffen New Work und New Learning herstellen, weil wenn wir, wie wir uns seit vielen Jahren, glaube ich, auch als Gesellschaft klar machen, bemühen, neue Arbeitsweisen, neue Kompetenzen zu erwerben, müssen wir das begleiten lassen und selbst begleiten durch entsprechende Lernprozesse. Das ist orientiert an Lebensphasen, die eben über die Lebensspanne immer wieder Lernen integrieren müssen, in einer Form, die hoffentlich motiviert, weil wenn dem nicht so ist, der Abschluss treibt einen nur einmal zum Ziel, das reicht nicht für eine lebenslange Bildungsmotivation aus. Und man muss natürlich das so organisieren, dass, und das ist, glaube ich, die zweite Herausforderung des lebenslangen Lernens, wir keinen zu großen Divide in der Gesellschaft bekommen, dass die einen das für sich erobert haben und sich immer wieder in Lern- und Bildungsprozesse begeben und die anderen abgehängt werden und staunend daneben stehen und die Welt um sich herum nicht mehr verstehen. Also Bildung hat da auch eine gewichtige Orientierungsfunktion. Ja, damit komme ich zu etwas, was ich heute kurz gern vorstellen würde, nur die Thesen. Wir haben hier in Hagen eine Gruppe von Bildungswissenschaftlern und Bildungsfachleuten versammelt und gesagt, wir würden gerne mal für uns kondensiert in 12 Thesen zu Papier bringen, was halten wir an wichtigen Aspekten für moderne Gestaltung von Lehr-Lernprozessen fest. Das nennt sich jetzt das Hagener Manifest und ich zeige Ihnen nur kurz, welche Gedanken uns da quälen, weil ich glaube, wir müssen uns über die Art des Lernens zunächst verständigen, um dann zu sagen, wie kann ich das durch welche technologischen Bereiche gut unterstützen. Lebenslange Bildung, das hatte ich gesagt, das heißt aber institutionell sehr viel, also auch als Zielgruppe Leute in der Mitte ihres Lebens zu sehen, die etwa berufstätig sind oder andere Verpflichtungen haben, sind anders als jemand, der Fulltime mit 20 studiert. Chancengerechtigkeit, darauf werden wir jetzt, glaube ich, mit der Nase nochmal stark gestoßen, dass wir aufpassen müssen, dass die digitale Transformation das nicht nochmal verstärkt, was wir ohnehin als Probleme im deutschen Bildungssystem haben. Das, glaube ich, ist der einfachste, aber schwierigst zu verwirkelnde Satz dieses Manifests, den Lernenden, die Lernenden in den Mittelpunkt zu stellen. Denken Sie das für Ihre Umgebung, für Ihre Institution dort durch, das ist Revolution. Das ist, da müssen wir unsere Bildungseinrichtungen wirklich umkrempeln, um das zu ermöglichen. Aber das sollte die Leitlinie sein. Das ist nicht einfach. Das ist für keine Einrichtung, die einfach anders aufgestellt ist, schnell zu machen, sollte aber eine Guideline sein. Und das führt dazu, dass die Rollen von Lehrenden und Lernenden eben neu gedacht werden. Vernetztes Lernen. Wir müssen, wenn ich den Lernenden in den Mittelpunkt stelle, mir überlegen, wie kann ich verschiedene mediale Möglichkeiten, verschiedene Lernorte so in ein Lernarrangement bekommen, dass es die Möglichkeiten, die wir jetzt zur Verfügung haben, auch nutzt, um gutes Lernen zu unterstützen. Also es ist ein flexibles, es ist ein selbstbestimmtes Lernen. Das ist vielleicht die auch manchmal bittere Pille für die Lernenden. Lernen ist ein Prozess in der Person. Auch Kompetenzaufbau ist ein intrapersonaler Vorgang. Ich kann dabei nur unterstützt werden. Auf den Weg muss ich mich selber machen. Lernen kann ich nur selbst. Aber ich kann mir eine Community, so wie Sie heute eine bilden, schaffen, die mich dabei unterstützt. Siebtens, individuelle Ziele. Ja, Menschen haben ganz unterschiedliche Bildungsziele in unterschiedlichen Abschnitten ihres Lebens. Es ist nicht nur der eine, etwa bei einem Hochschulstudium, lange Abschluss, Bachelor, Master, sondern es gibt ganz viele Motive, das können wir noch nicht gut abbilden. Und wir sehen natürlich diese technologischen Möglichkeiten als große Chance. Wir müssen parallel mitlaufen lassen, reflexive Medienkompetenz. Das heißt, digitale Medienkompetenz bedeutet auch, die Fallstricke zu sehen, was ist hinter den Algorithmen versteckt. Data Literacy bedeutet einfach in einer datenbasierten Gesellschaft kundig und versiert in den einzelnen Fachwissenschaften umgehen zu können
Und natürlich müssen wir den Datenschutz ernst nehmen und die digitale Diskriminierung verhindern. Wir suchen ja auch nach einem europäischen Modell und da ist uns ein bestimmter Zugang zu unseren Personendaten wichtig. Ja, die letzten zwei, was mir ein besonderes Anliegen ist, wir erlauben uns im deutschen Sprachraum eine hohe Segmentierung des Bildungsbereichs, also die berufliche spricht wenig mit der Allgemeinbildenden, die Schule nicht mit der Fachhochschule, die Fachhochschule nicht mit der Universität, alle nicht mit der beruflichen Bildung. Das ist unsinnig, das Leben des Lerners liegt quer, den interessiert diese institutionelle Segmentierung nicht, da müssen wir Grenzen überwinden. Das heißt auch auf der Ebene der Bildungspolitik, das reicht nicht aus, dass sich da sozusagen Kultus- und Bildungsministerien drum kümmern. Lernen ist ausgebrochen sozusagen aus den vorhandenen Strukturen und wir müssen erst wieder dazu passende gemeinsam bauen. Und damit würde ich gerne schließen und freue mich auf Fragen. Vielen Dank, Frau Professorin Pellert, für Ihre Keynote und für die vielen Einblicke. Wir haben im Chat tatsächlich mehrfach auch den Hinweis bekommen auf das Hagener Manifest. Tolle und wichtige Initiative, sagt zum Beispiel Konrad Faber. Es gibt allerdings auch zwei, drei Fragen dazu, die ich gerne direkt mal an Sie weiterleiten möchte. Und zwar, wir beginnen mit einer Frage von Birgit Stubner. Transparente Lehre braucht Koordination, Kooperation, Kollaboration, wie Sie sagen. Das stellt neue Herausforderungen an Hochschullehrende, die bisher derlei eher im Rahmen von Forschung umzusetzen gewohnt sind. Wie sehen Sie da die Notwendigkeit, Verhältnisse zwischen Forschung und Lehre neu zu justieren? Ja, ganz richtig. Und wir könnten doch mal als Startpunkt das, was wir aus der Forschung kennen, ein Stück auf die Lehre übertragen. Wir kennen sozusagen Kollaboration, wir kennen Peer Review, wir kennen gemeinschaftliche Qualitätssicherung, wir kennen Fördermöglichkeiten für die Forschung. Wir wissen, was in der Forschung Reputation bringt. Diese Mechanismen, die im Wissenschaftssystem ja geübt sind, ein Stück auf die Lehre zu übertragen, würde der Lehre und auch sozusagen der Balancierung dieser Funktionen gut tun. Ja, teile ich, ist genau der richtige Weg. Direkt die nächste Frage weiter, die sich auch auf genau dieses Mindset bezieht. Markus Daimann fragt, wie gelangt das denn in die Köpfe aller Beteiligten? Wie bekommen wir den Spirit in das Mindset? Er sagt, Anreize reichen nicht, Pilotprojekte auch nicht. Was dann? Ja, es wird ein Mix sein. Ja, also wie ist das bei Veränderungsprozessen insgesamt? Man wird nicht mit den Menschen beginnen, die da besonders widerständig sind. Ja, also Zwangsbeglückung ist nie ein guter Start. Man wird mit Menschen und einer Gruppe von Menschen beginnen, die sagen, ja, das sind wichtige Ziele, das sind auch mir wichtige Ziele. Das ist ja auch zum Beispiel die Idee dieses Nukleus eines Hagener Manifests, bei dem wir uns im Übrigen freuen, wenn eben die Gruppe immer größer wird und mit unterzeichnet und sagt, ja, das sind Ziele, die ich irgendwie mittrage. Und dann ist die Hoffnung, dass ich über den Mix, also Anreize, veränderte Role Models, andere Erlebnisse, ich glaube ja auch, dass so konfigurierte Lehre den Lehrenden auch gut tut. Und wenn sie diese Erfahrung gemacht haben, dann werden sie das wiederholen nach anfänglichem Zusatzaufwand. Das will ich gar nicht kleinreden, ja. Zwei, drei Fragen richten sich ganz konkret auch an das Hagener Manifest. Und zwar wird mehrfach gefragt, welche nächsten Schritte denn geplant sind, um das Manifest mit Leben zu füllen und auch andererseits, wie man mit dem Manifest denn nun zu einer Umsetzung kommt. Also wie man Lehrende erreicht, die im Zweifel gar nicht verstehen, was damit alles gemeint ist. Also das ist ja mal ein sozusagen eine Sammelbewegung, wo wir mal bündeln, was ist uns da gemeinsam wichtig. Wir würden gern, wir haben einmal eine Gruppe von Erstunterzeichnern, die alle auch sehr aktiv sind und ihren Umwelten bereit sind, das in einem partizipativen Prozess voranzutragen. Ja, ich glaube, das ist jeder in seinem Umfeld, muss damit auch arbeiten. Wir würden auch den Kreis gerne größer werden lassen. Wir werden im November einen gemeinsamen, hoffentlich großen Kongress machen, wo wir auch solche Vernetzungsideen austauschen. Wir werden uns bemühen, die Ideen an die Bildungspolitik heranzutragen. Ja, und da hilft es auch, wenn die sehen, das ist jetzt nicht nur
so die Idee einer Handvoll Menschen. Und ich glaube, es, und das nehme ich für meine eigene Einrichtung gar nicht aus, ja, weil viele sagen, ja, die redet ja viel, warum macht die Fernuni das nicht selber, alles in ihren Studiengängen. Das ist für die eigene Einrichtung auch ein Appell. Das ist ja nicht nur ein Appell an die Bildungspolitik, sondern jeden, der in seinem Umfeld und in seiner Rolle auch Lehre und Lernen gestaltet, kann überlegen, was kann ich davon eigentlich umsetzen. Und da kommt man halt in bald immer an sozusagen dickere Bretter, aber so sind nun mal Veränderungsprozesse. Da darf man sich auch nicht ermutigen lassen, dass man das noch nicht alles verwirklicht hat. Dann dürfte sich ja keiner zu Wort melden. Also mehr Mut hin zum Machen, ja, um zum Tun. Ja. Das passt sehr gut zu der nächsten Frage von Julius David Friedrich. Der spricht davon und fragt, was New Learning denn jetzt wirklich ganz konkret für die Fernuni in Hagen bedeutet. Was wird sich zukünftig in Hagen konkret ändern oder eben sogar revolutionieren? So ganz praktisches Beispiel. Ja, also das muss man sich überlegen. Ja, wir haben eben fast 80.000 Studierende, 5 Fakultäten. Da kann ich jetzt nicht sagen, so jetzt lege ich den Schalter um und morgen ist das alles anders, sondern wir ermutigen alle Lehrenden, die in ihren fachlichen Umwelten was ausprobieren wollen, das zu tun, unterstützen diese dabei. Wir haben eine Lehrstrategie auf den Weg gebracht. Der Prorektor für Studium ist da sehr unterwegs im Inneren. Also ich glaube, das heißt einfach in jeder Einrichtung auf verschiedensten Ebenen was. Ja, Rolle von Lehrenden, Unterstützung und ganz konkrete, also bei uns hat jetzt sehr beschäftigt, zum Beispiel digitales Prüfen. Aber das sind alles Schritte in eine bestimmte Richtung. Es ist ja nicht so, dass man sagt, heute ist Old Learning, morgen ist New Learning, sondern das beschreibt ja nur eine Bewegung, in die man sich, also eine Richtung, in die man sich hinbewegen möchte. Und die ist für jede klassische Bildungseinrichtung eine Herausforderung. Also man tut sich natürlich viel leichter from the scratch, ganz was Neues. Ja, das haben wir in dieser Erstunterzeichnergruppe auch überlegt. Das wäre mal total nett, nach den Prinzipien sich ganz was Neues auszudenken, ein Bildungsangebot, das diesen Prinzipien gehorchen würde, das werden wir sicher auch durchspielen. Aber da ist je nach Größe der Einrichtung, tut man sich sozusagen in kleinen Schnellbooten leichter als in großen Umgebungen. Das führt mich direkt zur nächsten Frage, die perfekt andockt. Die Fernuni Hagen hat ja nun qua System und qua Struktur schon seit jeher eben eine große Nähe eben zum Thema Digitalisierung. Eine Frage erreicht uns von Jens Hoffmann, der fragt, wie kann die Fernuni Hagen in Zukunft denn enger mit dem gesamten Hochschulsystem zusammenarbeiten? Ich meine, Stichwort Wissenstransfer, das macht bestimmt großen Sinn. Was wird bereits dort kooperiert und wie ist in Zukunft die Kooperation weiter geplant? Das ist eine tolle Frage, weil also wir natürlich jetzt auch erleben, da die anderen sozusagen auch experimentieren mit neuen Vermittlungsformaten, dass Interesse steigt an dem, was wir eigentlich tun. Ja, wir waren immer so ein bisschen, aha, die gibt's auch noch. Aber wir erleben jetzt doch mehr Neugier und haben ja eben über das Hochschulforum Digitalisierung eine Community of Practice eingeleitet. Wir haben so Tandems gebildet. Wir haben alles, was wir wissen, für unsere Lehrenden auch quasi Open Source zur Verfügung gestellt auf Plattformen und sind sehr am Austausch interessiert. Weil ich glaube, das ist auch nochmal runtergebrochen auf einzelne Fächer. Ja, also was eine Herausforderung für uns alle und wir würden uns freuen. Ich glaube ja, dass am Ende des Weges die Unterscheidung Fern- oder Präsenzuni keine ist, die uns noch lange tragen wird, sondern es geht, ich bin Anhängerin von Blended Learning, es geht darum, das richtige Mischverhältnis für die Vermittlung bestimmter Kompetenzen und Lebenslagen zu finden. Ja, 19-Jährige brauchen ganz viel Präsenz, weil Universitäten ganz viele Funktionen haben, Sozialisation. Wir haben 80% berufstätige Menschen, die sind sehr, sehr froh, wenn wir sehr, sehr sorgsam mit ihrer knappen Präsenzzeit umgehen. Und so hat, glaube ich, auch jedes fachliche Ziel, eine Kompetenzziel, unterschiedliche Mischungen. Aber darüber ins Gespräch zu kommen im gesamten Hochschulsystem, das würde uns freuen. Und das ist die Idee auch dieses Hagener Manifests. Und dazu direkt auch nochmals eine Nachfrage. Könnte denn die Fernuni in Kooperation mit anderen Hochschulen auch gemeinsame Studieninhalte entwickeln und vorhalten? Ja, fände ich eine sehr spannende
spannende Idee, weil ich glaube, ich hatte es schon gesagt, ich glaube sehr stark an vernetzte Systeme und kooperative Strukturen. Ich glaube, dass wir die im Hochschulbereich dringend bräuchten und würde das gerne auch in ganz konkreten Studiengängen ausprobieren. Das verstehe ich jetzt mal als Aufruf an alle, die verantwortlich sind und an diesem Tag teilnehmen. Bündeln Sie die Kräfte, setzen Sie sich zusammen. Ich finde es hervorragend, dass auch das Thema Open Source aktiv angesprochen worden ist. Also nicht alles nochmal selbst und neu entwickelt und mit Ressourcen ausgestattet werden muss, sondern dass man miteinander arbeitet. Wie sagte Newton so schön, standing on the shoulders of giants. Wir machen das Ganze zusammen und im Schulterschluss. Ich würde ganz gerne nochmal einen kleinen Themenschwenk machen. Das ist die allererste Frage, die uns an Sie erreicht hat. Die Kommerzialisierung im Bildungsbereich hat enorm zugenommen in den letzten Jahren. Welche Strategien würden Sie Hochschulen da empfehlen, fragt Anders Lehr. Ja, ich glaube, also auf der einen Seite ist das eine sozusagen bildungspolitische Frage, ja, also wie sind öffentliche Einrichtungen ausgestattet etc., ja, also natürlich ein Thema, das uns irgendwie alle quält. Würde ich jetzt einen Moment beiseite lassen und sagen, was können wir als Bildungseinrichtungen dagegen tun? Ich glaube, man muss einfach zum einen ernst nehmen, was Nutzer und Nutzerinnen suchen und brauchen. Das würde ich noch nicht als Ökonomisierung betrachten, sondern das wäre, was im Übrigen in der digitalen Welt ein ganz wichtiges Kriterium ist, Nutzerorientierung heißen. Da sagt man im Bildungsbereich, wir sind nicht da, um Nutzen einfach nur abzubilden, aber im hinzuschauen, welche Rezeptionsgewohnheiten, welche Lebenswirklichkeiten, welche Bedürfnisse haben Lerner, ja, in diesem sehr sozusagen bildungspädagogischen Sinne von Nutzung. Das, glaube ich, würde uns gut tun, weil wir dann Menschen besser begleiten können. Sie wenden sich oft anderen Alternativen zu, weil sie das Gefühl haben, sie bekommen das im öffentlich-rechtlichen Bereich nicht. Und das ist der Teil neben der Ressourcenausstattung und sozusagen dem politischen Bereich, den wir vielleicht selber da machen können, um ein zu kurz springen von Bildung, und das ist ja ein bisschen gemeint mit Ökonomisierung, zu vermeiden. Okay, Frau Professorin Pellert, ganz herzlichen Dank.